Welcome back to another German Food Review, and it's diner time. American Diner from Mike Mitchell's. So that is penny stuff. Look at that lady here. Okay, a lot of dots. Interesting, but also in the face. anyway, here's a burger, but it's not a burger, right? Those are, what is actually in here? Mozzarella sticks, I guess, onion rings and chili cheese nuggets, but it's on the back. Here it is. Onion rings, chili cheese nuggets, and mozzarella sticks, and the red pepper dip. 40 gram of that. In total, 450 gram. Price, let's check that. Interesting, huh? Here's the price. American Diner, €2.99. Okay, in penny, right? It's a discounter, right? Very low in price. And that's their own brand for all the American stuff. Is that a realistic American diner? Let me know, right? That's what they sell in Germany. So, calories. Look at this. One serving, 150 gram, and they have divided it. Where are the numbers going here? It looks like divided by three. Yeah, by three, so we have to multiply that here by three, 1,200 calories for the whole box. Again, a very high amount of salt. Not so high in protein, but okay, not that low, right? Medium, average. And fat, also not that high. Yeah. If you put it in deep fry, then it would be higher and much more tastier, I guess. So oven, of course, 200 degrees Celsius. How long? Oh, I have to, ooh. Oh, that's too complicated, man. First of all, yeah, I have to do this. Email. First of all, the onion rings, right? Boom, boom, boom. And 5 minutes after that, the chili cheese nuggets, and 3 minutes after that, the mozzarella sticks. Oh boy, that's complicated. Okay, that's in here, onion rings. But just 33% onions. The rest is breading. Interesting, isn't it? Or is it for the whole? No, it can't be. It's 60%. Okay. Yeah, mozzarella sticks and the dip and the chili cheese nugget. I'm interested in the chili cheese nuggets because chili cheese nuggets are nice. So let's open it. How? Look at this. Very easy. And it works. Yeah, I don't want to destroy the box. I need this box for a thumbnail. Very important, right? Oh, it's separated. So you don't have to eat everything at once. This thing is frozen, so maybe a little bit of microwaving, or maybe like that. Anyway, here are the chunky onion rings. They look actually quite good. Here are the mozzarella sticks. Three, six pieces. And here are the nuggets, seven nuggets. Okay, yeah. Back in a sec. So here it is, mozzarella sticks, three cracked open. And here are the onion rings. And here are the chili cheese nugget. They look a little strange. I mean, look at this color here. Yeah, not the prettiest nuggets in the world. Anyway, taste is important, so let's taste it. Let's start with the onion rings. There's the dip, by the way, not cold anymore. Okay, you can see a piece of onion. Breaded, here we go. Yeah, tastes actually like onion. Not just like breading. Yeah. Not super awesome, but okay. Like the Burger King onion rings or so, a little better actually, because they taste like onion. Listen to the dog, right? He's hungry, I guess. Here we go. Okay. Yeah. It's okay. Okay, but I'm interested in this one here. Chili cheese nuggets, they look really strange. Let's open one. Wait, they are red inside. Okay. Yeah, quite red. Usually chili cheese nuggets are
more yellow than red, but this here's really red. Here we go. Quite nice. They're actually really hot. Burns in the throat. And they taste really like cheese. Chili cheese. They look weird, but they taste good. Here we go. They don't taste like, you know, this typical frozen stuff. Just like cheese, salty and hot. Actually quite hot. Okay, if you don't like hot food, this here is not for you. This is not. So let's go with some mozzarella stick. Okay, that wasn't the best idea to eat a nugget before the mozzarella sticks. Anyway, let's try it. They almost taste like nothing, I guess. Here we go. No, they taste like something. Is the cheese or the breading? Let's check that. Mozzarella sticks, where are they here? Is the garlic in there? Seasoning? Okay, they don't, okay, just herbs. They don't mention the individual ingredients, unfortunately, but I guess there's garlic in it because it tastes like garlic butter. Quite nice. Okay, we have to dip that. You don't need a dip, actually, but if you want a dip, here's one. Let's open it. Oh. Not so nice. Is it actually open? I don't think so. Let's pour it in like this. Squeeze it out. Squeeze a little more. Okay, let's try it. Red pepper dip. That's sweet. Red pepper dip? No. Red pepper, it's not red pepper. Yeah, here sugar is in the first place. That's how it tastes like. It's sweet. It's really sweet. It's not hot at all. This stuff here is much hotter. Anyway, let's dip a mozzarella stick in it. Here we go. No. Gets all the flavor from the mozzarella stick, and they taste like garlic, and I like garlic more than this. Here we go. Don't dip it. Okay, if you like it sweet, right? Okay, but red pepper is misleading. Maybe this tastes better with the dip. Here we go. That's okay for dipping. That's really sweet. It's like eating sugar. Too sweet. Yeah, I dislike the dip a little bit. But this stuff here is quite nice, especially those nuggets here. Looks like some creature. Somehow, there's a living thing inside. Bloop, bloop, bloop. Let's open it. There it is. Yeah, looks weird. Tastes good. Here we go. Not bad. What's the company behind it? Okay, Frostkrone again. I guess they make every nugget sold in Germany. Very good. Really. Okay, one more. Mozzarella stick. Also quite good. Deep frying this stuff here, that would be awesome, I think. Maybe. And they're really hot compared to Burger King. This here is much stronger. Oh. Nice. Okay, let's eat one more. I like this stuff here. Taste the cream. Okay, let's try this separately. Here you go. It's a very nice filling. Definitely a big thumbs up. Very tasty nuggets.
Also very tasty mozzarella sticks. And this here, y'all, bread and onions, right? Can't be bad. It's not that awesome, but it's okay, right? And this is for the dipping, I guess. Ah, it's too sweet. Yeah, I'm too weak. But overall, this here is quite nice. I really like the nuggets. Okay, red pepper dip. Okay, the red pepper dip is not so for me. Okay, general thumbs up for this one, right? It's too sweet. This here is a thumbs up. Big thumbs up. Very tasty. And this is tasty. Okay, thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt wieder Penny-Zeug. Und zwar Mike Mitchell's American Diner. Hier ist eine Dame und die hat Punkte. Schon wieder eine E-Mail. Okay, und ja, die hat aber auch Punkte im Gesicht. Okay, Snowden McDonald's. Wie auch immer, das ist von Penny, wie gesagt. Und hergestellt von Frostkrone. Und das brennt ganz schön. Hier sind Chili Cheese Nuggets dabei. Und ich sag schon mal, die sind ziemlich scharf. Wenn ihr scharfe Sachen nicht mögt, ist das nicht. Okay, ja, was ist denn hier bei? Ah, hier steht's auch. Okay, Zwiebelringe, Mozzarella Sticks und Chili Cheese Nuggets. Und ein Red Pepper Dip. Okay, kostet 2,99. Hier, American Diner, 2,99. Okay, und es sind 450 Gramm. Sehr viele Kalorien ist es hergestellt in Deutschland. Pro Portion, die haben es einfach durch 3 geteilt. Steht ja auch hier schön aufgelistet. 50 Gramm Zwiebelring und so weiter, sogar mit Dip, 13 Gramm Dip. Und das sind dann, sagen wir mal, 400 Kalorien, also mal 3200. So sind die schon nicht so wenig. Sehr viel Salz ist drin natürlich. Fett okay, Eiweiß ist nicht so hoch. Und Zucker, ja, ich denke mal, viel Zucker wird von dem Zeug gekommen. Da steht zwar Red Pepper, aber ich koste das mal so hier. Here we go. Das Ding schmeckt wie eine Zuckerpampe. Der gefällt mir jetzt nicht so. Ja. Könnte ein süßes Kompott sein. Wie auch immer, da ist der Red Pepper Dip, da ist Zucker an erster Stelle. So schmeckt es auch extrem süß. Okay, und hier seht ihr die einzelnen Einheiten. 120 Gramm Mozzarella Sticks, 140 Gramm Cheese Nuggets. So habe ich im Ofen gemacht, aber das ist richtig die Arbeit. Da muss man erst so die Zwiebelringe reinpacken und dann 5 Minuten später die Cheese Nuggets und dann 3 Minuten später die Mozzarella Sticks und dann... Ja, wie auch immer, hier ist das Zeug. Und so sieht's aus. 2 oder 3 sind aufgeplatzt hier. Ansonsten, okay, die sind nicht aufgeplatzt. Und die können nicht aufplatzen. Hier ist ein Zwiebelring. Ja, ist einfach nur paniert. Ich hätte hier schön ein bisschen angebacken. Hier wir gucken. Da ist eine richtige Zwiebel drin. Und es schmeckt so ähnlich wie die Burger King Zwiebelringe. Allerdings ein bisschen besser, denn das hier schmeckt wirklich nach Zwiebel. Nicht nur nach Panade. So ist okay. Immer noch nicht der geilste Geschmack, den es so gibt. Aber ist jetzt auch nicht so schlecht. Ja, kann ruhig dabei sein. Here we go. Das Stück ist, glaube ich, zum Dippen da. Das geht denn. Here we go. Ja. Aber der gefällt mir nicht so. Den will ich nicht mehr. Der ist mir zu süß. Der ist wirklich extrem süß. So als wenn man... Weiß auch nicht, Marmelade ist oder so. Okay. Dann, diesmal mache ich den Fehler nicht. Diesmal werden wir zuerst einen Mozzarella-Stick essen. So sehen die aus. Und Mozzarella schmeckt ja meistens nach nichts. Oder nur einer ganz leichten irgendwas. Aber wenn man die hier kosten, hier wie go. Auch hier schmeckt man den Käse nicht wirklich. Die Dinger schmecken trotzdem ganz lecker. Die schmecken so, als ob da Kräuterbutter oder Knoblauchbutter drauf ist. Knoblauchbutter. Die sind wirklich ganz lecker. Bin ich ein bisschen überrascht. Schmecken auch besser als die Mozzarella Sticks von Burger King. Habe ich jetzt so als Vergleich im Kopf. Schön nach Knoblauchbutter. Hier, wie go. Ja, die sagen leider nur Kräuter und Gewürzextrakte und so. Nicht genau, was da drin ist. Aber ich würde wetten, da ist auf jeden Fall Knoblauch drin. Dann so schmeckt es. Wenn nicht, egal, schmeckt auf jeden Fall gut. So, jetzt kommen wir aber zum Highlight.
Ja, sind nicht die hübschesten Nuggets, da gibt es auf jeden Fall schickere. Sieht aus wie irgendwas Lebendiges, was aus der Schale noch nicht rausgekommen ist. Aber okay, kommt ja auf den Geschmack an. Oder so hässlich ist es jetzt auch nicht, aber ist auch nicht der hübscheste. Ich werde es mal, okay, aufmachen, nicht aufbeißen. So sieht es innen aus. Und sonst sind ja Chi-Chi's Nuggets mehr so gelblich. Die hier sind knallrot. Und ich glaube, das soll eine Warnung sein. Denn die sind wirklich scharf, Hugo. Ja, die sind auch nur von Frostkrone. Die scheinen wirklich jeden Nugget, Chi-Chi's Nugget, der in Deutschland verkauft wird, herzustellen. Wie auch immer. Die hier sind auf jeden Fall sehr gelungen. Die gefallen mir sehr gut. Schmecken geil nach Käse. Und sind richtig scharf. Brennt wirklich. Das fordert euch ein bisschen. Und das war's. Salzig auch noch. Sehr geile Füllung. So geht es, als ob ihr so eine scharfe Soße esst. Das ist nicht für jeden was hier, das ist wirklich scharf. Jo. Schmeckt geil. Also die kann man auf jeden Fall empfehlen. Schmeckt besser als diese, die man einzeln kaufen kann. Ich habe ja mal einen Taste-Off gemacht. Wären die dabei gewesen, die wären wahrscheinlich mit auf Platz 1 neben McDonald's gewesen oder knapp auf Platz 2 oder so. Nicht schlecht. Okay, dann wollen wir noch einen Zwiebelring naschen. Oh, ich wollte ja nicht mehr tippen. Egal, hier, das kann man den beide schnecken. Und die schmecken auch ganz gut. Und mein Favorit ist eindeutig das hier. Schöner, buttriger Geschmack. Das haben sie ja nur mit Butter eingestrichen oder so. Und wie auch immer, die sind sehr lecker. Ja, ist viel Arbeit, aber lohnt sich. Schmeckt ganz nice. Okay, die Zwiebelringe sind jetzt nicht super awesome, aber ja, ist halt dabei. Die kann man auf jeden Fall essen. Schmelzkäsezubereitung. Paprika 6% und Chili. 5% Chili, okay, das ist schon ziemlich hoch. Deshalb ist es wahrscheinlich so scharf. Wie auch immer, die sind sehr geil. Den werde ich zum Schluss essen. Die schmecken auch gut. Rating gibt es jetzt, nachdem ich den weggenascht habe. Die Zwiebelringe bekommen einen Daumen nach oben. Die sind gut. Das Zeug hier. Ja, wer süß mag, wird das bestimmt mögen, aber mit Red Pepper hat das auch nicht wirklich was zu tun. Das bekommt dann gerade so Daumen nach oben, den würde ich nicht essen. Die hier bekommen einen etwas besseren Daumen nach oben. Hier, wie schmecken geiler als die Zwiebelringe. Schön buttrig. Und die hier, das Beste aus dem Paket, die bekommen einen Big Daumen nach oben. Hier, wie da ist nicht dieser typische Kefir-Geschmack bei, der bei den anderen dabei war. Aber die schmecken einfach geil nach Käse. Und sind scharf. Sehr gut. Die gefallen mir richtig gut. Ja, Mike Mitchell's American Diner von Penny. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.